So, Freunde, herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe von WWE Allstars. Relativ kurzfristig aufgenommen in dem Stream und dann auch veröffentlicht. Wenn mich nicht alles täuscht, kommt diese Folge an einem Donnerstag raus. Wir hatten beim letzten Mal ein wunderschönes Aufeinandertreffen, und zwar zwischen Steve Austin und CM Punk. Mittlerweile ist meine Stimme auch wieder so gut wie wieder da. Heute heißt es, wer ist der Exzellentere in der Ausführung, wenn man so möchte, The Excellent of Execution, Bret Hart, gegen Edge, zwei der Meistertechniker der WWE, messen ihre unglaublichen Fähigkeiten, und die Zuschauer, die gerade mit im Stream sind, die entscheiden aktuell noch. Aber das wird noch sehr, sehr spannend. Ich gebe denen noch 15 Sekunden Zeit. Freue mich sehr, dass WWE Allstars bei euch so super ankommt. Wir machen jetzt noch 3 Episoden inklusive dieser hier. Und dann machen wir erstmal eine Pause. Dann kommt WWE 2K16 und dann werden wir das irgendwann wieder aus dem Gräbnis holen, sobald wir nichts mehr zu tun haben oder irgendwie so. Und dementsprechend sehen wir uns direkt nach dem Videopaket wieder und mit der Entscheidung, für wen die Community oder wen ich spielen soll, welchen sich die Community ausgesucht hat. Also bis gleich. There can be no argument that size is an immediate advantage in the WWE. But throughout history, there have been legendary superstars whose superior ring intelligence and athletic skill have leveled the battlefield. These are the Ring Generals. They have conquered the odds using mind over muscle, skill against size. They have earned the banner of superstardom through excellence and execution. He's the best there was. He's the best there ever will be. You think you know me? The rated R superstar! Listen to the ovation! Bret the Hitman Hart and the rated R superstar Edge. Their incredible accomplishments mirror one another's greatness. It seems obvious to me that our careers are really quite similar. Co-holder of the Tag Team Championship, Intercontinental Championship, and of course, undeniable success, a result of experience and resource. Representing the legendary Hart family dynasty, the Hitman treated every match as if it were his last. He is resilient. He's driven. I've dedicated my whole life to become the best. Edge, the master manipulator, seizes all opportunities. He's been known to grab victory away from the jaws of certain defeat. He is the ultimate opportunist. When I see an opportunity, I seize it. Both superstars exhibit excellence in execution. Their masterful game plans have earned the respect of fellow WWE superstars and the entire WWE universe. I am the premier superstar in the WWE today. There's nobody that can stop the Hitman. These are two great ring artists. Their masterpiece will be painted on the WWE canvas. I'm more talented than you. The excellence of execution, the greatest technical wrestler. I'm faster than you. You gotta have heart, and that's exactly what you don't have. In the conflagration of excellence and execution, there can be only one winner. Is it Edge or Bret Hart? Your precision will determine the decision. Los geht's, Freunde! Los geht's, in der Allstars Arena befinden wir uns. Bret Hart gegen Edge. Mal sehen. Wir legen los mit Bret Hart. Entschuldigung, weil ich ab und zu nochmal husten muss. Aha. Aber kriegen wir schon hin. Soll alles gehen, sobald ich wieder ein bisschen im Flow bin. Den geht das, ne? Auch immer Flow. Flow ist immer gut, wenn man Schnuppen hat, ne? Alles klar. Gut. Und die Entscheidung war diesmal sehr, sehr knapp. Also die Community war sich nicht wirklich einig. Für die, ja, die Zuschauer, die gerade relativ spontan zugucken, ist das doch relativ aussagekräftig. Denn das Ergebnis war am Ende 9-10 Stimmen und in der Mehrheit war, wer wird es gewesen sein, wer wird es sein, wie auch immer. Na komm,
Na komm. Da. Natürlich Edge. So, also Edge gegen Bret Hart, leider beide nicht mehr Competitors in der WWE, mussten ja beide ihre Karriere an den Nagel hängen und deswegen machen wir einfach mal weiter. Dementsprechend sind ja beides mittlerweile Legenden. 2011, das Spiel rausgekommen ist, war natürlich auch das letzte Jahr von Edge. Ne? Da hat er sein letztes Match bei WrestleMania gehabt? Gegen Del Rio oder gegen wen war das? Können mir Leute ja eventuell nochmal in die Kommentare oder in den Chat schreiben, falls ihr da ein bisschen besser Bescheid wisst zu Edge als ich gerade in dem Moment. Okay. Da muss ich mich dran gewöhnen. Ich bin wieder auf der rechten Seite und nicht wieder links, so wie die letzten paar Episoden. Das wäre ja mal relativ angenehm, wenn mich nicht alles täuscht. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin, Freunde. Wir kriegen das schon hin. Nur mit dem Corner habe ich noch meine Probleme. Das Ding ist, mit dem Edge als, Quatsch, mit dem Spear als Finisher, können wir relativ viele Sachen out of nowhere schaffen und kreieren. Wie zum Beispiel unseren Signature Move nicht. Naja. Ihr habt gesehen, mindestens habe ich einmal gekontert zwischendurch. Da bin ich schon relativ stolz auf mich. Und hier auch wieder nice. Pass auf, den Signature Move, den lasse ich mir doch nicht entgehen, meine Freunde. Den lasse ich mir doch nicht entgehen. Oh, das gibt's nicht. Er ist schon wieder schneller dran. Mit Grappeln. Kriegen wir alles hin. Ey, der ist echt fix. Bret Hart ist echt fix. Aktuell sind wir nicht in der besten Lage, muss ich hier mal eindeutig sagen. Aber wir kriegen das hier hin. Ein paar Running-Aktionen. Der glaubt das schon irgendwie, ne? So, machen wir mal Quick Grapple. Nein, es war ein starker Grapple, der aber relativ schnell ausgeführt werden konnte. Inverted DDT. Taunten, das kann ich nämlich. Ja, ja. Ah, Mist. Backbody Drop. Zack, auf die Fresse gelandet. Nichts Neues für uns. Kennen wir ja schon. So. Ja, Take Down. Wer ist denn das nochmal? Drop Toad. Guck mal. Am circa gleichen Niveau. So soll es sein. Und jetzt machen wir auch endlich den Signature Move. Das wäre dann wohl ein Electric Chair Drop. So. Und dann gehen wir mal hier hin so. Der Russian Leg Sweep geht ebenfalls durch. Soll ich. Guck mal, ich bin jetzt schon relativ nah dran am Finisher. Wie aber noch nicht auswählen. Ich will natürlich K.O.'n. Alles andere wäre ein bisschen assi, ne? Oder was meint ihr, Freunde? Nein. Zack! Bisschen gespuckt. Aber keine Sorge. Wir sind sonst auch ganz frisch im Mund. So, falls ihr das interessierte. Quick Rappel, sehr schön. Machen wir weiter hier drauf. So, wir werden ready für den Finisher. Das hat uns der gute Tone da mitgeteilt. Der kleine Soundeffekt. Das freut mich immer sehr, dass wir da eine kleine Mitteilung bekommen. So, und wenn ihr hier kommt, oh, Armtrap DDT, nice. Und dann kommt nochmal, wenn du möchtest, nochmal Signature Move in dein Äuglein. Execution. Ein paar Aktionen noch und dann haben wir ihn flashy und dann werden wir soweit. Dann wären wir soweit für unseren Spear. Ne? Nein, top. Jetzt macht nochmal. Ich krieg den nie ordentlich gekontert, ne? Und warum kann er mich so schnell aufheben? Das ist ja mal richtig krass, oder was? Naja. Krieg schon hin, das halten wir durch. Hier machen wir nochmal Armtrap DDT. Oder auch nicht, werden mit dem One-Hand Spinebuster ausgekontert. Na, oh Gott. Das endet nicht gut. Freunde, guck mal. Ähnliches Niveau wie wir aktuell. Das heißt, das müssen wir wirklich downbringen, sonst wird es echt knapp. Und wir wollen ja hier mit Edge natürlich auch gewinnen. Ja, aber Logan. Okay. Nicht konnte. Nice Pile of Action. Okay, das war dann Ende, mein Freund. Oh. Pass mal auf hier. Was soll das hier? So, und da kommen wir. Nein! What? Der Spear! Einfach mal ausgekontert oder was? Richtig dreist. Also, das ist jetzt noch nie passiert. Nee, mein Freund. Das ist aber richtig scheiße gelaufen. So, wer jetzt erst seinen Finisher ausführt, holt sich den Cap, wenn man so möchte. Holen wir direkt nochmal mit dem Spear. Ich kann ja irgendwie nicht so ganz angehen. So, die Community wartet auf mich. Hier zum Beispiel Spear! KO. Out of nowhere, wie sich das gehört. I see clearly. Everything has come to life. Nice. Nice.
So soll es sein, so habe ich mir vorgestellt. War doch mal relativ spannend am Ende, oder was, meint ihr, Freunde? Konnte der Sack erst noch mal ins Bier und dann muss ich erst im zweiten Anlauf die ganze Sache beenden. Ne? Gut, ja, Verteidigung ist nicht meins. Dafür für Bret Hart eher. Und Freunde, was ist es auch schon wieder für diese Ausgabe? Ich hoffe, ihr hattet bisher viel Spaß. Wir sehen uns dann, warte mal, heute ist Donnerstag, dann sehen wir uns. Ne, warte mal, kommt? Ja, komm. Ich überlege gerade. Ja, dann kommt am Samstag wahrscheinlich das nächste Video. Und dann am Montag und dann kommt schon 2K16. Ja, habe ich super aus geplant, vorbereitet. Nächstes Match, was wir sehen werden. R gegen R, Roberts gegen Randy. Die giftigste Schlange, das Schlangenduell. Oh, das kann man falsch interpretieren. Da bin ich mal gespannt. Nicht vergessen, in die Kommentare zu schreiben, wen ihr besser findet, Bret Hart oder Edge. Daumen hoch für cool. Elbow Ross, euer Franz, euer WhatsApp. Bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.